Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Wir laden uns jeden Tag zwischen 12 und 1 einen Gast hier in die Skyline Studios ein. Chef oder Chefin aus der Region und wollen die mal so richtig kennenlernen. Heute ist da die Katharina Jank. Servus. Hey. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wo kommst du denn her? Ja, heute tatsächlich frisch aus Hanau, aus meinem Store und freue mich, dass ich hier sein darf und mit dir eine Stunde plaudern darf. Ja, aus deinem Store. Du bist nämlich die Store-Managerin von IKEA. Genau. Hanau, gell, in der Oderstraße 21 und du hast eine Menge Musik mitgebracht. Ich freue mich schon auf Helene Fischer. Ist das dein Ernst? Wollen wir das hören? Atemlos? Absolut, absolut. Helene ist mein Ernst und auch der Rest, der noch kommt. Ein wilder Mix, freut euch drauf. Ja. Du bist nicht alleine hier, aber alleine im Mikrofon, da Gaetano ist mit dabei und er sagte eben schon, als ich gespielt habe, zuerst hör mal Apache, sagt er, oh Gott. Ja, das stimmt, unser Musikgeschmack geht nicht überein, aber wir kriegen das gut hin. Und was hat jemand gesagt, du bist Chefin, du darfst so eine Musik nicht hören oder wie? Ja, das glaubt man tatsächlich nicht. Der Mix aus Apache und Helene ist tatsächlich für manchen Überraschung, aber es macht einfach gute Laune und Spaß und ich glaube, das brauchen wir aktuell alle. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Die Katharina ist Store-Managerin vom IKEA-Store in Hanau. Grüß dich nochmal. Hi. Store-Managerin heißt, du bist da der Boss. Ja, kann man so sagen. Du bist relativ jung noch, oder? Für einen Boss von so einem großen Store. Ah ja, danke fürs Lob. 35 ist... Hast du aber eben gesagt, du fühlst dich wie eine alte Frau. Ist das dein Ernst? Ja, tatsächlich. Aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich super lange schon im Einzelhandel bin. Jetzt mehr als 10 Jahre. Und da hat man schon ein paar Geschichten zu erzählen und tatsächlich schon einiges auf dem Buckel. Was hast du da so erlebt bisher? Wie war dein Werdegang bis zum IKEA Hanau? Ja, tatsächlich am Anfang ganz klassisch studiert in Marburg. Also gefühlt schon immer so eine Affinität zu Hessen gehabt und zum hessischen Ländle. Und bin dann nach dem Studium zum Baumarkt gegangen und habe lange, lange als Store-Managerin bei einer Baumarktkette gearbeitet, bei einer großen deutschen. Was hast du studiert? Ganz klassisch BWL. BWL, okay. Genau, so ein alter Diploma-Jahrgang noch. Und da kann man direkt Store-Manager beim Baumarkt werden. Wenn ich das gewusst hätte. Ich habe auch BWL studiert, ein Semester. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht. Absprung gewagt. Den Absprung. Ja, ich hatte tatsächlich wirklich Spaß, habe aber im Studium schon gemerkt, dass ich unbedingt was Handwerkliches machen möchte und aktiv mit Kunden arbeiten will und nicht so der Bürotyp bin. Und Baumarkt hat sich angeboten, weil ich schon immer eine Affinität hatte zum selber Heimwerken und Handwerkern und deswegen Baumarkt. Das ist ja toll. Was hast du da so gemacht? Selber Tische geschnitzt oder wie? Oder wie kam das? Ich glaube, man fängt so klassisch als Mädchen immer an, das eigene Kinderzimmer zu streichen und zu renovieren. Wie alt warst du da? Und ja, 5, 6, so geht's halt dann los. Mit 5, 6, ne? Mit hast Papa. Du, aber so mit dem Edding Papa, oder was? Genau. Nein, aber mit Papa und der Malerrolle und dann geht's los. Also das eigene Haus streichen und anpinseln. Mhm. Da hat natürlich jeder Lust. Ich glaube, das war nicht immer die Freude meines Vaters, wenn dann die Wandfarben grün und pink waren und nicht unbedingt klassisch weiß, aber damit fängt man natürlich an. Hast du auch mal so einen richtigen Schabernack gemacht, wo du gesagt hast, guck mal Papa, Wohnzimmer rosa gestrichen? Nein, das tatsächlich nicht. Meine Schwester und ich haben mal den Keller gestrichen in einem knalligen Orange. Okay. Das war tatsächlich, sollte eine Überraschung sein für meine Eltern. Es war eine Überraschung, aber glaube ich keine gute. Die ging nach hinten los. Genau, die hat nur ein Jahr gehalten, die Überraschung. Und okay. Dann gab es wieder klassisches Weiß. Aber immerhin ein Jahr. Und Affinität zu Hessen, das heißt, wo kommst du her? Ich bin gebürtig aus dem Spreewald, also in der Nähe von Berlin, kleines Ostpflänzchen und hatte tatsächlich in der Wahl, wo ich studieren will, wollte ich immer irgendwo weg und ein bisschen weiter weg und da hat sich natürlich Hessen und Marburg als Universitätsstadt super angeboten und ich habe keine Minute bereut. Da, wo die Gurken herkommen. Da kommt auch die Katharina her. Genau, aus dem Spreewald. Kannst du auch so ein bisschen schnacken noch von da? Oder hast ja, wenn ich gestresst bin, dann kommt's raus, aber dann berliner ich auch sehr, sehr stark. Also wie mal schauen, ob dann? Du es schaffst, dass du mich heute noch stresst. Oha. Dann kommt der Berliner durch, ja. Wie viele Mitarbeiter hast du, Mitarbeiterinnen? Ich habe aktuell 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genau. Wechselt immer so ein bisschen je nach der Saison, aber aktuell sind es 350. Und ist der Job stressig? Welcher Job ist nicht stressig, aber meiner er macht Spaß. Nein, ich liebe meinen Job sehr und auch die stressigen Phasen machen das Leben ja spannend und spaßig und machen meinen Job interessant.
Und wie lange bist du schon jetzt bei IKEA Hanau? In Hanau bin ich jetzt seit Oktober letzten Jahres. In Frankfurt war ich davor 5 Jahre. Das heißt, ich kenne Frankfurt sehr, sehr gut. Ich kenne den Laden in Frankfurt sehr, sehr gut und auch die Kollegen. Also liebe Grüße nach Frankfurt in dem Sinne. Mhm. Und natürlich liebe Grüße nach Hanau. Und ja, seit Oktober letzten Jahres Hanau. Und warst du in Frankfurt auch Store-Managerin, oder? Nein, da war ich stellvertretende Store-Managerin. Da hatte ich einen sehr, sehr netten Kollegen, der das mit mir zusammen gemacht hat und mich noch ein bisschen eingearbeitet hat, damit ich für die große Aufgabe vorbereitet bin, dann selber einen Laden zu übernehmen, weil 350 Mitarbeiter, das ist schon ein bisschen was, da sollte man schon ein bisschen vorher üben. Das ist amtlich, damit man nicht so oft ins Berlinern kommt, ne, muss man vorher ein bisschen üben. Genau, das stimmt, hast recht. Wie sind denn da die Zulassungsvoraussetzungen, um zu IKEA zu kommen? Muss er erstmal ein Regal zusammenbauen innerhalb von einer gewissen Zeit, oder? Nein, tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Einfach bewerben, ein bisschen skandinavische Freude und Lebensgefühl mitbringen und du musst damit klarkommen, dass dich jeder duzt. Damit fängt es an, ne? Einstellungsvoraussetzung, wir duzen uns alle. War das für dich nicht so leicht, oder was, dass sich jeder gleich geduzt hat? Gehört also so ein bisschen zum Respekt vielleicht dazu, dass man gesiezt wird, aber... Also für mich war es von Anfang an kein Problem, aber es ist natürlich immer so eine Hemmschwelle, weil natürlich, dass du vieles ermöglicht und vieles erleichtert, aber ich liebe es sehr und ist natürlich ein super angenehmes Arbeiten mit den Mitarbeitern, weil natürlich der Hierarchiepunkt sehr, sehr stark nach unten geht und das macht es einfach gemütlicher und familiärer und natürlich auch im Arbeitsklima einfach angenehmer. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Heute mit der Katharina Jank, Store-Managerin von IKEA Hanau. Fühlst du dich wohl bei uns? Sehr wohl. Das freut mich. Du bist aus dem Spreewald, ne? Mhm. Hier in Marburg studiert, dann erst bei IKEA Frankfurt gewesen, jetzt IKEA Hanau. Hast du eben auch von deiner Schwester gesprochen? Wie sieht dein familiäres Umfeld aus? Eine Schwester oder mehr Geschwister? Ja, eine Schwester. Ich glaube, das reicht auch. Ich habe 4 Schwestern und 2 Brüder. Also ich liebe meine Schwester sehr, aber es ist gut so. Und eigene Familie? Nein, noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Du bist ja noch jung, da kann da auch alles passieren. Kann auch was passieren, 35, genau. 35 Jährchen jung, du. Warum IKEA? Du warst vorher im Bauhaus und jetzt bei IKEA. Was hat dich dazu bewogen, zu IKEA zu gehen? Ich mag einfach die Atmosphäre. Ich mag, dass es so locker und so entspannt ist. Ich meine, jeder kennt das. Jeder hat irgendwas von IKEA zu Hause. Ne? Auch ich habe natürlich meine erste Studentenwohnung mit IKEA ausgestattet. Und es war natürlich toll, als es dann damals die Möglichkeit gab, da einfach mal reinzuschnuppern. Skandinavisch entspanntes Unternehmen. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Deine erste Studentenwohnung hast du mit IKEA befüllt. Und wie sieht es jetzt aus bei dir zu Hause? Auch alles voll mit IKEA? Oder hast du dann... 50-50. Darfst du auch andere Möbelstücke? Ich darf natürlich alles, aber es ist natürlich, jede Frau kann das nachvollziehen, hart, wenn man dann in den eigenen Laden kommt und die ganzen Neuheiten sieht und dann möchte man alles haben. Also es ist schon ganz gut, ab und zu mal nicht durch den Laden zu gehen und einfach wegzugucken und sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Aber natürlich, klar, ich bin einer meiner besten Kunden, definitiv. Ich habe auch die Familie damit angesteckt. Also die erste Frage ist immer, okay, Katharina, was gibt's bei IKEA? Wir schauen bei IKEA, normal. Und Katharina, was fliegt bei dir als nächstes raus, was ich für mich haben darf, oder? Was machst du denn mit den ganzen Sachen, wenn du andauernd erneuerst? Die schmeißt du ja wahrscheinlich nicht weg, oder? Nein, tatsächlich eBay und Co. Ne? Oder wie gesagt, an die Freunde weitervergeben. Je nachdem. 350 Mitarbeiterinnen hast du, Mitarbeiterinnen. Was schätzt du an deinem Team besonders? Wie kannst du das beschreiben? Die bunte Mischung. Mhm. Von Männlein zu Weiblein, alle Nationalitäten, alt, jung. Das ist das, was es einfach so spannend und so besonders macht, dass du einfach einen bunten Potpourri an Menschen hast und jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat einen anderen Background und das macht einfach super viel Spaß. Kennst du jeden bei Namen? Jeden. Ernsthaft jetzt? Jeden Einzelnen. Hast du so ein gutes Gedächtnis? Jeden Einzelnen. Krass. Jeden Tag, jeden Einzelnen. Das ist super wichtig. Vor Corona haben wir uns jeden Tag noch gedrückt und geknuddelt. Das gehört einfach dazu. Ne? Mhm. Also die morgendliche Runde, allen Hallo sagen. Das fällt natürlich gerade aktuell flach. Aber ja, jeden Einzelnen. Ich kenne all meine Babys. Das klingt wirklich sehr charmant. Und wie sieht's aus, wenn ich Bock habe, bei dir zu arbeiten? Ihr sucht noch Leute, glaube ich, ne? Wir suchen immer Leute. Was sucht ihr im Speziellen? Gibt es da, wo du sagst, wir brauchen dringend jetzt die Leute, die Küchen aufbauen oder so? Wir brauchen ganz, ganz dringend Kollegen in der Logistik. IKEA Food sucht immer was. Also jeder, der eine Affinität und eine Freude zu Hotdogs hat, kommt zu uns. Wir suchen wirklich da Kollegen und natürlich auch immer Verkäufer. Also für jeden ist was dabei, in Vollzeit, in Teilzeit. Also Bewerbung jederzeit gerne, sowohl nach Frankfurt als auch nach Hanau. Das Rhein-Main-Gebiet hat Bedarf auf jeden Fall. Affinität zum Hotdog. Das ist ja, das Ding bei euch, oder? Der Hotdog. Zum Schluss nochmal schön 1, 2, 3 Hotdogs.
genießen. Es gehört einfach zu jedem Besuch bei IKEA mit dazu und wir merken das jetzt gerade in Corona, dass das die häufigst gestellte Frage ist. Ernsthaft? Wann gibt es wieder Hotdogs? Wann können wir wieder Hotdogs essen? Aha. Das ist tatsächlich das Nummer 1 Produkt nach wie vor. Ja. Also ihr sucht Leute und kann man bei euch auch Ausbildung machen? Und wenn ja, also ich gehe davon aus, welche Richtungen? Du kannst ausbilden oder wir bilden aus. Tatsächlich Gastronomiefachwirte, Fachkraft für Logistik und natürlich auch Verkäufer, also Kaufleute im Einzelhandel. Tatsächlich auch Handelsfachwirte. Mhm. Das kommt immer darauf an, wer sich bewirbt. Aber wie gesagt, aktuell sind die Stellen ausgeschrieben. Also wer Lust hat, gerne bewerben. Wir haben eine Menge Wunschmusik von dir bereits schon. Nein, nicht eine Menge, aber wir werden noch einige spielen. Wir haben schon gehört Apache. Ja. Take That. Mhm. Wir werden noch hören Helene Fischer. Großartig. Also, was für eine feiste Mischung. Und die Proclaimers. Finde ich mega geil. Wieso den Song? Gibt es da auch eine Geschichte zu, wie bei Take That, wo ihr, du und deine Schwester das Karten geordert habt im Internet? Das tatsächlich nicht, aber das war mein Disco-Lied, wenn ich früher tanzen gegangen bin. Also früher, jetzt klinge ich wieder so alt, aber das ist tatsächlich, im das letzten war... Jahrtausend, als wir noch genau, raus durften. Als ich tanzen gegangen bin, war das eines der Lieder, was nie fehlen durfte, was einfach gute Laune macht und was mir auch jeden Tag noch gute Laune macht, wenn ich es höre. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und die Chefin on Air ist heute die Katharina Young, Store Managerin beim IKEA in Hanau. Und du hast auch was Schönes mitgebracht. Sehe ich da ein kleines Vorosterkörbchen, hä? Ja, ich habe dir tatsächlich ein kleines Osterkörbchen mitgebracht mit natürlich einem Osterhasen zum selber zusammenbauen aus Schokolade. Es muss ja bei IKEA bleiben. Wenn ne? da eine Schraube fehlt, ich sag dir. Wir tun was und du tust was. Nein, du musst die nur stecken tatsächlich, ach aber ein so. Kleines Osterpräsent, ja. Wunderbar, ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du hier bist. Wir haben noch eine halbe Stunde und haben noch eine halbe Stunde auch Zeit für deine Wunschmusik. Apache haben wir schon gehört, Take That, die Proclaimers und jetzt hören wir so wirklich die Helene, gell? Jetzt geht's los. Atemlos durch die Nacht. Party. Du hast eben gesagt, Generationen verbinden. Warum? Wie meinst du das? Ja, Helene Fischer ist tatsächlich die Musikerin, die meine Familie miteinander verbindet. Das heißt, Konzerte, Mama, Papa, Geschwister oder die Schwester, da gehen wir immer zusammen hin. Und da haben wir tatsächlich immer einen schönen Abend. Ihr habt schon Helene Fischer mehrmals gesehen. Ja, einmal in Frankfurt, einmal in Leipzig. Musste sein. Die ist Chefin on Air bei Radio Frankfurt. Eine sehr lustige Stunde haben wir hier. Auch sehr bunt musikalisch gemischt mit der Katharina Young, Store Managerin vom IKEA Store in Hanau. Helene Fischer eben live gehört. Roxette hören wir gleich für dich. Mhm. Auch schon live gesehen? Nein, das leider nicht. Mhm. Hätte ich gerne gemacht. Großartige Musiker, aber nein. Ja. War nicht möglich. Und die Musik, die du dir wünschst, kommt natürlich aus irgendeinem Liebesfilm wahrscheinlich, oder? Nein, tatsächlich Pretty nicht. Pretty Woman oder so? Nee, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich eher so Papas Einfluss ne, mhm. von früher. Das Roxette lief im Radio bei Papa. Mhm. Du bist der Store-Managerin vom IKEA-Store in Hanau. Was ist denn dein Lieblingsprodukt aus eurem Store? Gibt's da was, wo du sagst, that is it, bin ich mega? Ja, der Pax-Kleiderschrank, ne? Der Mädchentraum. Den hab ich auch. Ja, ich glaube, das ist geil. Also wirklich, ja. Diese vielen Elemente, diese Schubladen für allen möglichen, diese Sockenschublade. Ich bin ja so ein Nerd, so ein Ordnungsnerd. Fantastisch. Ja, es gibt nichts Schöneres als den Pax-Schrank. Wie viele Türen hat deiner? Ich habe 5 Meter. Jetzt kannst du dir überlegen, wie viele Türen das sind. Es sind viele Türen. Es sind sehr viele Türen. Ein ganzer Schrank voll nichts zum Anziehen, gell? Ja, so wie es jeder Frau geht. Das ist halt normal, ne? Und ihr habt ja nicht nur tolle Möbelstücke, ihr habt auch ganz viel Deko-Accessoires und auch euer Restaurant ist voll der Renner, ne? Ja, unser Restaurant, ne? Also Schüttböller und Hotdog natürlich. Ja, Hotdogs, na klar, aber die gibt es ja immer noch im Ausgang. Oben am Restaurant auch? Die Hotdogs? Am Restaurant, nein, da nicht, aber okay. Unten im Ausgang. Das ist halt so das Goodie für den Mann am Ende des Einkaufs, wenn er es nach 2 Stunden endlich geschafft hat. Ist das nur für Männer? Oder was? Nein, aber tatsächlich ist das das, was du sehr, sehr oft hörst, wenn die Männer kommen und sagen, ich freue mich schon, wenn es zu Ende ist und ich einen Hotdog bekomme am Ende. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Frauen der Grund, warum die Männer überhaupt mitkommen und dann freiwillig aufbauen, dass sie am Ende ihr Hotdog bekommen. Habt ihr zurzeit in irgendeiner Art und Weise offen? Kann man bei euch einkaufen gehen auch im Store? Also aktuell kannst du nicht einkaufen. Wir können natürlich wie alle anderen auch Click und Collect machen. Mhm. Das tun wir auch. Und ja, ansonsten hoffen wir natürlich, dass es irgendwann mal wieder Normalität einkehrt und die Kunden auch wieder kommen dürfen und wir auch wieder Hotdogs verkaufen dürfen. Aber aktuell Bestellung, Click und Collect. Aber auch das läuft gut. Du kommst aus dem Spreewald, gell? Mhm. Hast in Marburg studiert, warst vorher bei IKEA, vorher im Baumarkt, ne? Dann IKEA Frankfurt, jetzt IKEA Hanau. Hast du die hessische Kultur und Hessen an sich schon lieben gelernt?
Ja, selbstverständlich. So ein Äppler, ne? Das war eine Fangfrage natürlich. Ich meine, wie soll man die sonst beantworten? Ja? Es geht nicht ohne. Es geht nicht mehr ohne. Was schätzt du besonders an jetzt Hanau zum Beispiel? Hat auch ganz schöne Ecken, ne? Was ist dein Lieblingsort? Hanau hat super schöne Ecken. Natürlich bin ich jetzt seit Oktober erst da. Das heißt, ich lerne die Stadt immer noch so ein Stück kennen. Bin natürlich in Frankfurt jetzt seit 5 Jahren. Ich liebe aktuell alles um die alte Oper herum. Mhm. Warte noch 2 Wochen, dann blühen die Kirschbäume. Oh, ja. Dann ist die alte Oper einfach wunderschön. Und ansonsten natürlich so ein Spaziergang durch die Berger Straße geht immer. Also kann man nichts dagegen sagen. Main, es ist einfach perfekt. Hanau finde ich am schönsten Kesselstadt, muss ich zugeben. Ja, also ist Hanau ist nichts gegen die anderen Ortsteile von Hanau, liebe Hanauer. Aber Kesselstadt hat durch das Schloss und so weiter. Ja, das Schloss ist traumhaft. Und wenn mal wieder endlich die Brüder Grimm-Festspiele stattfinden dürfen, dann solltest du auf jeden Fall auch mal hingehen. Ist auch was für Erwachsene übrigens. Hoffen wir das Beste, dass es bald wieder normal wird, ja. Bist du Ostermensch? Feierst du Ostern? Ja, ich feiere Ostern, aber es ist tatsächlich eher so ein verlängertes, gutes Wochenende, wo man die Sonne du genießt. Feierst die Freizeit. Raus mit dem Fahrrad, genau, und einfach so den Frühling starten. Das ist für mich Ostern. Also nicht so Osterrituale wie, keine Ahnung, Ostereier verstecken für irgendjemand oder so. Ja, natürlich für die Patenkinder Ostereier verstecken, Ostereier bemalen. Patenkinder, so, ja? Patenkinder habe ich, genau. Also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein, ja, es ist eher der Start in den Frühling für die meisten. Mhm. Da geht's los, ne? Gartenmöbel raus. Grillen, angrillen. Oh ja, da gibt es ja bei euch auch übrigens nochmal zu IKEA zurückzukommen. Ganz schöne Gartenmöbel, auch nicht nur für drinnen was, sondern auch für draußen, um es mal zu erwähnen. Jetzt will ich aber noch ganz kurz dazu kommen, weil wenn du mal länger Zeit hast als nur ein langes Wochenende, dann gehst du gerne auf Kreuzfahrten, hast du erzählt? Ja, ich bin ein kleines Kreuzfahrtkind. Das liebe ich wirklich sehr, weil ich habe immer Hummeln im Hintern und das ist die super tolle Abwechslung. Also immer in Bewegung, immer an einem anderen Platz und an einem anderen Ort. Und aber tatsächlich das Zimmer und den Koffer immer dabei. Das ist ja quasi das Backpacking 2.0, würde ich es nennen. Was war die geilste Kreuzfahrt, die du bisher gemacht hast? Ich glaube, das kann man nicht sagen, weil jede Ecke in der Welt hat tolle Stationen. Moment, und tolle du warst schon in jeder Ecke der Welt? Das allein klingt ja schon frech. Ich fahre halt schon sehr, sehr lange mit dem Schiff. Von daher kenne ich tatsächlich sowohl Asien als auch die Karibik, als auch das Mittelmeer. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, als Einsteigerkreuzfahrt Mittelmeer kann man nichts falsch machen. Und Snowboarding. Und Snowboarding im Winter. Ja. Wenn man mal wieder darf, endlich. Gell? Wenn man endlich mal wieder darf und wenn es die Knochen zulassen, dann sehr gerne auch mal in den Ski- und Winterurlaub und dann auch gerne auf Snowboard, ja. Katharina Young, Mensch, wir haben schon 10:50. Schön, dass du hier gewesen bist. Die Stunde ist schon rum. Unglaublich, so schnell ging's. Gell? Aber wir werden den Mitschnitt unseres Talks natürlich zeitnah auf unseren Radio Frankfurt YouTube-Kanal stellen. Da können Sie sich nochmal alles anhören, was die Katharina hier so in dieser Stunde erzählt hat. Schön, dass du da warst und wir freuen uns auf einen weiteren Wunschsong von dir. Roxette, Fading Like a Flower. Schönen Tag für dich noch. Danke.